Das ist also Porta Fisco, die einstige Metropole am Rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen, selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Das würde ich auch gerne wissen. Och, ein Stromumkehrer. Ich mag die Dinger. Sie sind wie ich, immer gegen den Strom. Den nehmen wir so glatt mal einen mit. Goom. Was für ein Name? Ist es wenigstens ein Avialer? Sieht fast so aus wie ein Avialer-Stromumkehrer, ja. Ich mag die Dinger. Sie sind immer gegen den Strom. Okay. Gut, Das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. Nehmen wir einfach mal, kombinieren wir Fackel mit brennendes Fass. Und schauen, was passiert. Ufus haben Feuer! Ja, so eine brennende Fackel in der Manteltasche ist schon was Schönes. Das gebe ich euch recht, ja. Quatsch, was machen wir mit dem komischen Vogel? Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Goon. Wer zur Hölle ist Goon? Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt. Obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Goon. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, dann bist du ja an der falschen Adresse. Keine Sorge, ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja, sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee, ach bitte mach das nicht. Hey ho, Digga, was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja? Ich hab nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Trams zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen, aber nur fast. Zugegeben, dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber... Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Das ist definitiv aber sowas von die Stimme von Gronkh. Ohne Scheiß. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschor von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey. Schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur, in deiner Rolle zu bleiben. Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt und jetzt willst du ihn mir ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay, wie wäre es mit einem Deal?
besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Hab ich? Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Und jetzt du. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove, yeah. Er ist cool, beliebt und lässig, der Kick-Ass erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Der ist geiler, weil er steiler geht und Styles bringt wie ein Hyperkid. Der kommt krass und ganz weit rum, der ist bald auf Elysium. Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Ba-bam. Hey, hey, hey! Was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut. Henner. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein. Tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Henner benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Mhm. Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar. Was möchtest du wissen? Ja. Wer wohnt in dem Zelt? Oh, das ist das Zelt des Seers. Ein erstaunlicher Kerl. Man sagt, er kann die Zukunft voraussagen. Die Kurse von Grundstückswerten am Immobilienmarkt kennt er schon mal nicht. Früher einmal war er ein reicher Mann. Es hieß, er könne sogar Lottozahlen voraussagen. Aber sein Geschäft läuft wohl nicht mehr so gut. Darum hat er auf Partnerberatung umgesattelt. Er gibt Beziehungstipps? Ja, warum nicht? Er hat die idealen Voraussetzungen dafür. Ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Eine Glaskugel. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Das könnte ein Problem werden, weil die untere Aufstiegsstation ist ja nun mal leider nicht mehr benutzbar. Und so, dank Cletus. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Okay. Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegszoll der oberen Aufstiegsstation. Ah. Seit jeher gehört es zu den Aufgaben des Organon, Deponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt, es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Glaube ich. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Okay. Lass uns das Thema wechseln. Danke für die Dieser Zins. Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Okay, ich riech dich später. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Okay, noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Das stimmt und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Goal. Hier hast du 5 Mark hier einkaufen, ich bin gleich wieder da. Und so. Tankklappe. Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen Fluchtapparat bauen können. Oder eine Hochgeschwindigkeitskäsereibe. Mindestens. Was haben wir hier? Eine Klappe? Das ist einer dieser praktischen Steckplätze,
in die man Stromumkehrer einbauen kann. Stromumkehrer? Passt. Hä? Okay. Da haben wir ja den Salat. Der Tank ist leer. Ja? Ich bin's, Rufus. Bist du nicht. Wenn du Rufus wärst, wüsstest du das geheime Klopfzeichen. Weiß ich ja auch. Und es beginnt mit einem D, richtig? Ha, viel Glück. Was? Plus, minus, plus, das soll ein Code sein? Fest steht, diese Klopfrätsel werden von Mal zu Mal dämlicher. Rufus kann bis zu 5-mal klopfen, bis ihn Liebold unterbricht. Aber es ihm wohl gelingt, das Prinzip hinter Liebolds Antworten zu erkennen? Tipp? Ich hab keinen Tipp. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Hä? Nochmal. Ganz kurz. Plus, minus, plus? Was soll das denn schon wieder? Ich kann zwar dramatische Vorzeichen klopfen, aber mathematische... Hier gibt's ja auch nichts anderes, was man anklicken könnte. Ja? Achso, auf OK klicken. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Nochmal. Aufpassen. Er hat jetzt zweimal geklopft. Definitiv werden sie immer dämlicher. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Warte mal. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Eins. Zwei kurze. Zwei. Drei lange. Eins, zwei, drei, vier. Auch nicht? Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Ja.
Klappe zu. Zurück zum Kai, der weiß bestimmt, was wir tun ist. Du bist nicht Kai, du bist Gun. Du wirst gesprochen von Gronkh. Das macht meine brennende Fackel. Super. Immer zu Goal. Ja, weil die Beratungs- und Beziehungstipps könnte schon interessant werden. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Ist langweilig. Hattest du nicht Abenteuer und krasse Manöver versprochen? Ich hatte gar nichts versprochen, an das ich mich auch halten wollte. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bist nicht du. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Ja, Gronkh stinkt. Um den Verdacht von dir abzulenken. Warum sollte ich? Ich rieche fantastisch. Ach ja? Ach ja? Das ist ja, der Typ dahin. Thema beendet. Wer wohl in diesem Zelt da oben wohnt? Bestimmt ein weiterer armer Irrer. Ja, von denen gibt's ja eine Menge. Etwa 3 pro Kutter. Keine Spur von Donnergoal. Strengst dich aber auch nicht wirklich an, oder? Ich spare meine Kräfte für kommende Herausforderungen. Und wenn die Herausforderungen nicht kommen? Vertrau mir, die kommen schon. Sie sammeln sich nur für einen Überraschungsangriff. Am Ende sind alle Vorbereitungen zunichte gemacht und schließlich kann uns nur noch ein halsbrecherischer Befreiungsschlag retten. Und das läuft immer so? Jedes Mal. Ich wollte gerade sagen, cool. Klingt wie immer. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Allerdings würde ich gerne auch wissen, was Baby Gold dazu zu sagen hat. Baby Gold! Es ist süß. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Oh, naja. Naja, wenn man Elend mag. Ich find's toll, sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Jetzt bin ich mal gespannt. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht 3-mal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Goal. Arme, naive Goal. Okay. Wer wohl in diesem Zelt da oben wohnt? Bestimmt ein großer Magier. Große Magier wohnen nicht in Zelten, sondern auf dem Kutter von Schrottskippern. Krass. Woher weißt du nur immer all diese Sachen? Magie. Keine Spur von Donnergoal. Wir schaffen das schon. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Du nicht. Aber Doc murmelte vorhin, dass es keinen Sinn ergibt, Tauchboote an Land zu suchen. Doc hat ja auch keine Ahnung. Es klang zumindest logisch. Logik ist was für Leute, die zu faul sind, ziellos herumzuprobieren. Yep, definitiv. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Oh yeah. Gehen wir mal zur Paarberatung. Und so. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal, du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Aber hey, es sind Bananen. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Vorhersehungsception. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja,
Aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Och. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Okay. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Mhm. Was für eine Katastrophe? Ups. Das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Die Sprengung der Pumas vielleicht? Verdammt. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Ich will deine Bananen wirklich nicht. Langweilig. Füg dich dem Unausweichlichen und nimm die Bananen. Es sind leckere, saftige Bananen. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Nix da. Ich habe mein Schicksal selbst in der Hand. Obwohl die schon sehr nützlich aussehen. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Gut, dann eben nicht. Leckste Fett, kackste Butter. Na los, nimm sie. Greif zu. Nein. Gut so, ergib dich deinem Schicksal. Ich meine, es war jetzt nicht ganz so abwegig, dass wir jetzt hier reingehen und nichts klauen. Egal. Gehen wir mal rein nach Porta Fisco. Ach, da unten bin ich, okay. Ich hab gerade geguckt. Reifenberg, obere Aufstiegsstation, Zoll und überall Organon-Typis. Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Ich habe die Idee. Was ist besser als ein Berg aus Reifen? Richtig, ein Berg aus brennenden Reifen. Oh yeah. Der brennende Reifen ist sowas wie mein Wappentier. Fehlen nur noch die Vampirzähne. Die kriegen wir auch noch, wie eine schafft. Ich sehe zwar noch nicht so wirklich den Sinn, eine brennende Fackel gegen einen brennenden Reifen zu tauschen, aber hey, man nimmt, was man kriegen kann. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Okay, gibt's noch irgendwas zu tun? Der Organon hat oft... Ich würde da leider hab... Glück gehabt. Ja, zurück zum Kai. Ich könnte... So, jetzt meine... Bevor wir jetzt dem alten Gronky-Penner die Bananen geben... Einfach mal zurück zum Schwarzmarkt.